Wir sind bei Velastras, Velas, Velashadada, der rote Drache auf dem Ei. Und nicht wie andere Leute immer meinen, Urmel aus dem Ei. Wenn du mich jetzt fragst, wer Urmel ist, dann. Urmel. Okay, dann frage ich nicht, wer Urmel ist. Dann ist. Ah, mein Gott, man muss nicht alles kennen. Also. Pff, das geht. Also es hätte schlimmer kommen können, ne? Mm. Wir können wenigstens den White Walker gleich direkt rausspielen. Ich habe nicht so den Plan, was der an großartig Karten hat. Ich glaube, der hat sehr dicke Karten, aber auch Karten, mit denen man die billiger machen kann. Oh, was geht das hier? Card over Door. Ja, Karten haben wir jetzt genug. Dann spielen wir mal noch einen Void Walker. Das ist so ein bisschen hier, lass dich überraschen. Ja. Schnell kann es Das, ja, wir gewesen. müssen wirklich schnell los unsere Karten loswerden. Ja, Ne? Der wird uns offensichtlich. nämlich übelst einen Card over Door verpassen. Jetzt wird immer ein bisschen lästig hier, ne? Sandklar, geht ja gar nichts anders. Ja, das haben wir wahrscheinlich jetzt schon verloren. Das, wie schon gesagt, wir haben mit den beiden Void Walkern natürlich einen ganz netten Anfang gekriegt, aber ohne die Murlocs, also das Problem ist, wir, genau, und den Succubus können wir dagegen nicht anstehen, gegen den Card Draw. Ja. Als So. erstes würde ich den angreifen Ja, und dann und dann Mortal Mortal Coil. Coil, Ja. genau. Danach die Succubus. Ja. Sind trotzdem, kriegen trotzdem noch immer noch einen Card over Draw. Ist natürlich easy zu besiegen, wenn du den selbst mit Card over angreifst, ne? Ja, da gehen unsere kleinen Karten hin. Das ist ja nicht. Als erstes machst du Corruption auf den 8-8er. Dann spielst du den Sengin. Nee, warte, warte, warte. Ja, muss der Sengin sein. Und dann gehst du Face. Hat er auch. Wie schön. Ist natürlich unsere ganzen richtig guten Karten gegen die Union gerade drauf. Das ist natürlich gut. Gut, die Succubus stirbt eh. Insofern kannst du die ganz gut traden gegen die. Dann würde ich 3-3 spielen und in dem Falle vielleicht den Taunt und die Shattered Sun Cleric auf den Taunt. Ja, hervorragend. Es könnte immer noch für den Sieg reichen, also müssen schauen. Sie sind zwar gleich alle, spätestens 2 Runden. Also, ja. Könntest du die Murlocs spielen und einen Frostwolf? Oh, Gang Up hat er auch. Oh. Das ist ja ein Schwein. Jetzt geht's Ja, aber los hier. also das wäre sogar knapp geworden wahrscheinlich, aber wir müssen ein bisschen besseren, bisschen besseren Anfang kriegen. Ist er jetzt mal fertig?
So, jetzt lass uns mal ein bisschen überlegen. Der zieht uns nächste Runde wahrscheinlich näher. Das heißt, wir kriegen definitiv Damage. Wir bräuchten noch eine Runde mehr. Haben wir jetzt gerade nicht im Angebot. Ja, deswegen spiel mal den Stormwind Champion. Echt? Haben wir den nur auf nachher? Also ich hätte jetzt... Killen können wir ihn nicht. Das ist das Problem, egal was wir machen, oder? Nee, also ich hätte jetzt hier, ich hätte jetzt ins Face und dann hätte ich Hellfire und den mit Mortal Coil weggemacht. Ja, und dann kriegst du, wir haben doch nichts zum Blocken. Was soll man denn, da kannst du nichts machen. Dann müssen die weg sein. Die müssen sterben. Ja, die sterben, also... Lass uns mal überlegen, was könnten wir denn machen? Wir könnten den angreifen, wir könnten mit den angreifen, den Face, dann Hellfire. So, dann würden wir zwei Karten ziehen, würden die dritte ein Damage machen, aber wir könnten leider keinen weiteren hinlegen. Killen können. Also wir können natürlich auch hier, das hier. Auf ihn hier. Nee, und dann, doch, also wir kriegen die alle weg mit Hellfire dann. Ja, mach mal Shadow Bolt auf den 8-8er, das ist richtig. So, dann machst du mit dem Murloc, gehst du auf den 6-4er. Ja. Mit dem anderen Murloc auf den 8-2er. Ja, und dann machst du Hellfire. Genau. Und dann ist da hinten Ruhe. Ja, aber das Problem ist, er macht uns jetzt alle. Wir können ihn nächste Runde werden wir nicht killen können. Denkt nicht. Also. Fehlen 7, also wir würden 7 Damage machen, fehlen noch 3, da haben wir 3. Fehlt noch einer. Jetzt reicht es auf keinen Fall. Ja. Nee, das ist der Anfang. Also da müssen wir müssen einen Anfang kriegen, halt, wo wir unsere Mobs rausspielen können, weil wenn wir auf den Mobs hängen bleiben, dann. Das machen wir nochmal. Wobei. Und das ist das einzige großartige Problem. Das kannst du vergessen. Nächste Runde kriegst du 2 Card Draw reingewirkt. Ja. Das sind dann 2 und 3 Damage, wärst du noch nicht ganz tot. Ja. Guck mal. Das kannst du nicht mehr gewinnen. Ist ja egal. Wir gucken uns das jetzt nochmal an und dann ist. Ist ja alles gut. Er muss ja wirklich nur die Runde beenden, dann haben wir schon verloren. Ja, gut. Gut. Machen wir nochmal. Vertrau mir da nächstes Mal ruhig, wenn ich sage. Nee. Das ist so Last Man Standing hier, aber egal. Nochmal. Das ist wirklich das Problem, dass du am Anfang deine Mobs rausspielen musst, weil du kriegst genug Mobs. Und wenn du es wirklich schaffst, in der Reihe zu spielen, dann hat er weniger Chancen, als wenn du am Anfang halt da hängst und nicht spielen kannst. Deswegen, Orga weg, Sanjin weg. Am Anfang immer so ist bei uns, wir brauchen mal wieder kleine Eigentlich Mobs. Bräuchtest du jetzt noch den Murloc und noch einen weiß ich nicht, Voidwalker oder so. Ja. Oder hier den Succubus, auch super. Genau. Das ist schon mal definitiv ein besserer Anfang als eben. Ja, da. Ja, ist gut. Was willst du? Er leidet. Super, das kann nicht besser laufen, als dass er uns 3 Voidwalker klaut. Oder sich 3 Voidwalker dupliziert. Succubus. Ja, klar. Du musst einen Druck machen. Einfach nur Druck, alles, was du kannst. Super. Es ist wirklich super, weil. Ja, das war nicht ironisch gemeint. Problem ist, im Moment machen wir pro Runde immer noch einen Plus an Karte. Ja,
Nächste Runde könnten wir, ja, nee, wir werden da, oh doch, mit einer zweiten so groß. Auf jeden Fall, den hat er jetzt Corruption. Ja, mit dem korruptierten Bär musst du den killen. Du stirbst. Yeti oder so Schluss? Das ist doof. Spiel mal die Succubus und mach den Mortal Coil auf den 3-2er Bären. Wir brauchen den Mortal Coil nicht. Wir haben genug Card Draw. Und ja, damit werden wir, kriegen wir wieder einen Platz frei in der Hand. Ah, das ist nicht schlecht. Dann spielst du die Morlocks und Bär, ja. Und killst mit dem Voidwalker einen von den dreien. Obwohl es eigentlich völlig egal ist und so gut ist in die Face, genau. Es ist schön, dass er sich selbst Card Overdraw verpasst. Ogre oder Frostwolf? Frostwolf, ne? Ja. Das, also ich würde mir das überlegen. Du kannst auch natürlich mit dem, aber wir haben das, die Mana sieht einfach scheiße aus. Ja. Das ist das Problem. Frostwolf und Face? Ja, der Frostwolf hat im Endeffekt mehr, kriegt mehr Bonus als der Ogre. Meine, ein Angriff, aber. Ist egal. Wenn er den nicht umbringt, dann hat er verloren. Ja. Beziehungsweise, wir haben auch zweimal Hellfire, ne? Das ist ja auch Extended. Kriegen wir nur nächste Runde nicht raus, sondern erst in zwei Runden. Ja, macht aber nichts. Jetzt stresst er aber. Na gut, dann hat er. Dann, also, er hätte den Frostwurf eigentlich angreifen müssen. Hätte. So hätte er. So hat er verloren. Ja, Gott sei Dank. Ah, Gott sei Dank. Ja, das. wurde auch so langsam knapp. Ja. Also, eine Runde länger hätte man nicht durchgehalten. Aber wie schon gesagt, ich meine, wenn man. Wir haben diesmal einen guten Start gekriegt. Das heißt, wir konnten immer wieder Karten rausspielen. Das ist halt wichtig gegen den. Und ich sag's nochmal, diese Abenteuer sind teilweise darauf ausgelegt, dass man. Ja, einen guten Start kriegt, damit man gewinnen kann. Oh ja, jetzt kommt mein persönlicher Freund. Chromagus! Ja, der ist, also auf Heroic ist der. Das haben wir ja nicht. Ja, genau, das ist möglicherweise nicht. So, insofern. Chromagus als nächstes, kurze Opferpause, bis gleich. Bis gleich.